So, und wir machen direkt wieder weiter. Ihr habt mir gesagt... Ne, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja die eine Rüstung jetzt noch nicht geholt von Fahaber, ne? Die ultra coole. Aber die lassen wir in Fahaber noch ein bisschen stehen, die von Wim. Oder wie sie heißt. So, wir haben hier noch sichere das Dia-Versteck. Wir können hier oben die Mila-Mission abgeben, aber wenn wir die beiden noch machen, die gehören beide zur Railroad, diese Mission, dann haben wir einfach noch mehr Erfahrungspunkte und kommen vielleicht auch direkt auf Level 50 und können dann wieder weiter skillen. Uns fehlt, glaube ich, jetzt noch Rüstungsmeister und auch Waffenfreak. Wollten wir weiter leveln. Ich habe jetzt gar nicht mehr in die Richtung geschaut, in die wir eigentlich gehen wollten, in dieses Stealth Nahkampf, in diese Stealth-Nahkampf-Geschichte, dass wir uns 8 Kilometer vom Feind entfernt ducken, wo er uns noch nicht sieht, dann in Wets reingehen, die Leute anvisieren können und dann teleportieren wir uns praktisch hin und schlagen die tot. Sowas geht aber halt nicht auf so eine extreme Entfernung, aber man kann es schon wirklich krass übertreiben mit diesem Skill. Aber da brauchen wir einfach noch, also wir brauchen noch mindestens 10, na okay, 5 Level-Ups, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Aber das macht ja nichts. Hier sind unsere... Oh fuck, fuck, fuck! Das ist eben nicht mein letztes. Können wir die auch noch erwischen? Ja, sehr gut. Bam! Wisst ihr eigentlich... Ah, okay. Hat sich schon erledigt, die Frage. Ich wollte gerade fragen. Wenn ich einem zwei Wetz-Dinger gebe... Also zweimal praktisch anvisier. Komm her. Au. Und derjenige aber nach einem Mal schon stirbt und ich jemand anderen auch noch anvisiere. Mit 1. Schießen die Geschütze gerade rüber auf die anderen? Geht dann diese Wetz-Geschichte über? Wisst ihr, also das eine, was ich praktisch gespart habe, weil der eine sofort gestorben ist, wird das beim anderen dazu gezählt, aber nein. Das wird nicht dazu gezählt. Wir haben hier 37 Granaten. So. Ich bin voller Granatenmeister, die war aber jetzt nicht so gut, glaube ich. Strong. Strong, du musst da richtig ran an den Speck. Wow! Ach du Kacke. Ja, holla, die Waldfee ist strong. Das haben wir echt gut gemacht. Hier ist einfach alles in die Luft geflogen. War natürlich geplant, ne? Just as planned. Okay. Das hat ganz schön reingebollert. No. Gehen wir mal weiter und machen jetzt hier das erste. Wir haben ja so viele Granaten. Wer? Aber sie lebt noch, die Frau, die da stand. Ist hier noch irgendwas? Mach's nochmal. Ja gut, hier, bitteschön. Ich dir das Hirn zermatschen. Ich dir auch das Hirn zermatschen. Na, da hat eine Pump. Bye, bye. Oh, shit! Wir haben ihm das Ding in den Kopf gesteckt und dann ist die Düse angegangen. Psch. Krasser, starker Torwart. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Das ist es nicht wert! Oh, da ist ja noch ein Geschütz. Oh, it's your boy. Kloppy, kloppy. Das ist so geil mit dem Ding. Ihr habt mir ja geschrieben, dass das wohl eine der stärksten Waffen aus dem Spiel ist und ich kann das nur bestätigen. Das rastet so aus, dieses Hämmerlein. It's so nice, dude. It's so nice. Hast du den gerade eben gekillt oder ist das die Frau, die ich... Ja. Besteht ja aus eingelegtem Fleisch, die Triller. Halt deine Scheiße! Ah! Amazing, dude. Amazing. Ah! Strong Lauf. Nein, ich möchte bitte nicht fotografiert werden. Dankeschön. So, was ist denn hier? Schankhaus Shamrock. Na gut. Warum denn nicht? Gehen wir doch gerade mal nein. Ah, jetzt sind wir erleichtert. Jetzt die Gamma-Patrone muss ich noch auf 4 oder 5 legen. Das mache ich noch geschwind, wenn wir drin sind. Auf 4. Denn auf 3 ist das und auf 5 ist auch frei. Dann können wir jetzt die Jagdboy auch einstellen. Dann legen wir uns die Jagdboy auf die 5. Und den Fatman lassen wir einfach da hinten drin, also den werde ich nur ausrüsten, wenn es zwingend sein muss. Von Hand. So, jetzt gehen wir doch mal. Ihr Menschlein müsst ihr doch eigentlich sowas von fressen mit dem Ding. Es hält sich echt in Grenzen, der Schaden. Wissenschaft brauchen wir halt, also man kann das Ding noch so aufpimmeln. Vor allem brauchen wir da ein dickeres. Oh, wie cool das aussieht. Oh, wie cool das aussieht. Wir haben ja. Dann kann ich auch das aufheben, die Arme. Strong, guck mal. Ich hab Licht gefunden, Strong. Wow. Wow, ultra D-Reflexe. Warte mal. Ich gebe dir mal ein bisschen auf den Kopf und dann wechsle ich direkt die Wumme.
geht ja mal gar nicht. Also die Waffe ist echt nicht cool. Oh oh, null. Hallo. Nein, 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 es wird nicht gestochen. Nein, erstmal nachladen, sehr guter Plan. Oh, fuck. Er sticht uns direkt aus. Okay, ich wechsle direkt wieder. Was ist denn hier? Da ist scheinbar schon die Quest. Da hinten. Was ist denn hier? Oh. Amsel! Ah, Nachricht von Amsel. Ja, nice. Das gucken wir uns mal an. Nachricht von Amsel. Augusta überrollt, zwei Runner, unbekannte Anzahl alter Modelle. Ich bin der einzige Überlebende, sie kamen direkt zu uns, kannten unsere Position. Was mit dem Paket ist, weiß ich nicht. Lass sie dafür bezahlen, wenn ich hier nicht rauskomme. Augusta, aber die haben wir doch erst freigeräumt, Augusta, oder da waren wir doch erst vor kurzem, oder? Mir bin ich gerade retarded. Das wäre irgendwie heavy, wenn die schon überrannt haben. Wir haben doch da jemanden nicht mitgeführt. Wissen doch, wir mussten auf so einen Kerl warten und hey. Oh. Ach Leute, wisst ihr was? Das ist direkt dieses Ding, das wir holen müssen. Dieser Brau-Roboter. Daran erinnere ich mich. No. Nein, nein, nein. Bam. Ich mache hier mal kurz. Ah, da liegt auch ein Schlüssel rum. Sehr schön. Aufzeichnung der Experimente. Notizen zum Brau. Hoppala. Dichtungen. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtungen, der dieser Woche weggeplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar. Aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtung auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Hm. Ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Also die schreiben mir gerade über den Saufkumpan, über diesen Roboter, in dem man praktisch direkt Bier brauen kann. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um das... Warte mal ganz kurz. Können die mich eigentlich... Nee, ne, das Spiel hält an. Okay. Weil die ja noch alive sind da oben, die Dödel. So, Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um den Apfelsiphon herumlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmelzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Roxford, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Ich glaube, das ist das Hotel, zu dem wir das auch bringen sollen. Das Tierjudo. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er einen Monat lang den Prototypen Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Rezepte. Hoppala. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen, da das Hotel laut Vertrag nur Gwinnett Bier ausschenken darf und ich daher meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Zum Glück kenne ich jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brau-Holobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erst einmal in die Subroutine integriert. Wenn Gwinnetts Anwälte Wind von der Sache bekommen, wird es riskant, aber hoffentlich ist das nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Okay, Gesicht. West geht mir langsam echt auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht der Saufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich. Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Servos ist, die man zum Simulieren eines Gesichts braucht. Und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann. Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ins Theater ausliefern. ja, okay, aber ist auch verständlich, ne? In so einem Hotel, da will man als Gast vielleicht auch dann zumindest ein Mensch, also irgendein Gesicht haben, das man reinschauen kann. Wenn man schon so einen Roboter mit Armen und Beinen hat, der einem Bier braut. Hm, ihn zum Roxford zu bringen, könnte schwieriger werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die Beinservos dieser Protractons sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich verstecke das Boot-Passwort hier im Keller, bis mit der Auswahl alles klar ist. Okay, Boot-Passwort. Bist du zufällig hier versteckt? Haben Kampf gewollt. Ja. Achso, das sind die. Du bist dabei. Wir sind immer noch in Gefahr. Auf jeden Fall. Wir versuchen es jetzt kurz einmal. Auf cool. Gut Glück. Und es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ich habe jetzt echt gar nicht drauf geguckt, ne? So.
Ich speichere mal kurz. Wahrscheinlich bleibt er hier unten stehen. Guck, wie der aussieht. Sieht doch cool aus. Wir warten mal kurz, was er jetzt macht. Hey Schüssel, wo gehst du hin? Hey Kumpel. Seien Sie gegrüßt, Techniker. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen... Ja, ja, ist in Ordnung. Sollen wir mit der... Noch nicht. Nein, noch nicht. In Ordnung. Behalten Sie auf, Kumpel, für dich. So, sehr schön. Er wartet also hier unten. Dann gehen wir jetzt noch kurz hoch und klären das Gebäude, weil nein, wir müssen ja jetzt schon noch ordentlich ausrasten. Hallo, Leute. Wir sind total krass drauf. Ihh, these are Cackalacks. Freaking Oichi, dude. Noch mehr Quantum. Da wird... Oh. Okay, wir können uns gerade nicht hinlegen. Oh shit. Too late gesehen. Überall Zeug, muss ich. Ah! Oh nein, jetzt ist alles. Ha, dummer Mensch. Fick dich doch, Mann. Sag das zu mir, dummer Mensch. Du alter Strongsack. Wir gehen hoch und latzen die. Ja. Manche sind Aschenbecher von weiter weg aus wie. Yay! Wie, diese Holobänder. Oh Gott, was habt ihr denn hier gemacht? Gejuckelt oder was? Ah, fuck. Ich will mich nicht ducken, sondern eigentlich. Der Graf! Sondern eigentlich den Critical ausführen. Ja, exactly. Oha, was haben die denn hier gemacht? Messer geworfen. Haben die den getroffen? Ich sehe kein Messer in ihm drin, aber. Irgendwie ist er tot. Da ging höchstwahrscheinlich was schief. Das waren die, die vorhin auf mich runtergeschossen haben. Die Säcke. Gucken noch kurz, ob hier hinten irgendwas... Ah, hier wäre der Weg direkt dann hochgegangen. Okay. Hier ist ein Projektorraum mit einem Safe. Und wir konnten direkt öffnen wegen unserem wunderbaren Schlüssel, den wir gefunden haben. Okay, gehen wir runter. Jetzt können wir nämlich direkt... Fast direkt. Eigentlich hätten wir ja noch was gehabt, aber komm, dann gehen wir jetzt halt sofort runter und bringen diesen Dödel noch zum Hotel, schlag mich tot. Hey Kumpel. Ja, bla, ich kann es nicht wegdrücken. Sollen wir mit der ja. Planänderung. Fuck! Verstanden. Sind Sie nein! Bereit? Nein! Noch nicht, ich muss noch einen sicheren Ort für dich finden. Ach, fick doch deine Mutter, Mann. Ich habe rumgedrückt, um es vorzuspulen und jetzt habe ich es einfach... Jetzt habe ich ihn auf mich geschrieben, wie behindert, bitteschön. War das... Ah Gott, nein. Kurz hoch die Würste killen. Scheiße. So, alles im Schnelldurchlauf machen, was wir eben gemacht haben. Bla. Hier ist das Ding. Heils, können wir das schon mal besser machen. Mine? Okay, keine Mine. Ja, es ist gar nicht so schlecht, wenn man sowas ein zweites Mal machen kann. Achtung, Strong. Strongy Boy. Und direkt hoch zu den Boys! Nein! Na. Wow, der geht ab. Der geht ab, der Sack. So. Wir können hier direkt rein. Jawohl, die haben wir schon versucht aufzumachen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Lalalala. Strong, du musst keine Sachen zum Mitnehmen finden. Du Vogel. Was hat hier ein. Der Globus hat die Lupe an sich gehabt, das heißt, das brauchen wir noch. Mach geschwind das hier machen und Mantens rausholen, haben wir vorher nicht gemacht. Den Kerl looten, runtergehen und sogar, Leute, und jetzt passt auf, ein Stinkpack sparen, indem wir uns kurz hier drauflegen. Optimal, wir können ruhig öfter was falsch machen. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Eine Kochplatte auch noch, sehr schön. Und da ist noch eine Kochplatte.
So, Robocock, wir können anfangen. Vollspeicherung, falls wieder was schief läuft und ich ihn einfach behalte. Hey, Kumpel. Jetzt lassen wir ihn mal durchlabern. Ah! Sollen wir mit der ja, möchte ich. Hotel Rexford beginnen? Na klar. Ja, sicher. Beginne Transfer zum... Los. Hier oben ist direkt ein Ausgang. Ich lasse ihn aber vorgehen. Nicht, dass das irgendwie dann hängt und ich rausgehe, er kommt nicht nach, ich muss wieder rein und erst dann ist er am Start. Was hat er denn so dabei? Ah, naja, soll er ruhig behalten. Achtung, du hast den Kopf an. Er ist einfach mit dem Kopf da drin. Okay. Und los geht's. Charisma ist eine Fähigkeit, andere zu überzeugen. Ich glaube, da stehen wir echt gut mit Charisma. Bis jetzt konnten wir eigentlich alles und jeden überzeugen. Komm schon. Lade. Das dauert wieder. Warum auch nicht? Wir haben mal Zeit. Diese Lady Tams. Also er ist stark, hat er gesagt. Der Wissenschaftler hat er geschrieben. Dass das Teil einiges aushält. Wir haben jetzt ja eh alles genutzt, oder? Waren hier nicht die... Oh shit. Strong, chill. Chill, strong. Wir gehen einfach mit dem... Der ist echt saulangsam. Fuck, wir gehen einfach mit dem Knilch zu seiner Destination und greifen nur die Sachen an, die auch wirklich auf uns zukommen. Alles andere ist mir egal. Dass wir das so schnell wie möglich erledigt bekommen. Haben wir diese Mission aktualisiert? Hier. Können wir uns jetzt einfach hinteleportieren? Glaubt ihr, das geht? Wisst ihr was? Schnell speichern und einfach mal versuchen. Wir gehen jetzt mal nach... nach Good Neighbor soll der, genau. Ich porte mich mal hin. Das heißt zwar, wir sollen ihn begleiten, aber ich weiß auch, dass... Dass ja ständig die Leute dann irgendwie sich teleportieren, wenn wir sie irgendwo auffinden müssen auf der Map. Also Leute, die sich in Bewegung finden. Gerne kämpfen. Wo ist er? Ich glaube, er ist gar nicht so weit weg. Er müsste direkt vor Good Neighbor stehen. Wir gucken mal. Das wäre natürlich Norse. Fucking Norse. Oder habe ich uns hier jetzt in bescheuerte Ladezeiten reingebracht, weil wir gleich alles nochmal neu laden müssen, weil er irgendwie doch kaputt geht oder so? Nee. Was labert ihr? Das war eine super Idee, ich bin mir sicher. Komm schon. Schneller. Na? Robo-Ding-Dong? Er kommt schon mal näher. 67 und... Komm schon, 66. 68, what the fuck, er läuft weiter weg. Dann gehen wir halt mal zu ihm hin. Heidenei. Mensch, wir spielen! Hier ist kein Mensch. Das Geräusch da. Bam! Gott, ist der weit weg? Und dann auch noch irgendwo oben, hä? Wo geht denn der lang? Geht der hier vielleicht irgendwo drüber, über so einen Hügel oder was? Schnell zu ihm hin, dann einfach bei ihm bleiben. Eine dumme Idee, sorry. Oh Gott. Oh, bitte komm da runter. Was für eine Scheiße, ey. Wollt ihr jetzt da abkürzen oder was da oben? Ich bin froh, dass er jetzt nicht da oben hängen geblieben ist. Wie dumm ist denn das, bitteschön? Strong, lass den mal da durch. Die bekämpfen sich, glaube ich, gerade gegenseitig. Oh Gott, wo lang geht der? Ich gehe ihm hinterher. Der wird den Weg... Oh, das ist doch nicht der richtige Weg. Ich glaube, ich muss echt gleich laden, ne? Das ist ja Schotter, was der macht. Der geht da hoch. Alter, was für ein Überboy ist denn das, bitteschön? Ich muss hier richtig arbeiten, dass ich hier hinterherlaufen kann. Ich gehe da oben auf. Oh, schade. Könnte man da drauf? Nein. Irgendwie nicht.
Okay, das war eine ganz leicht dumme Idee. Ich sehe es ja ein. Na, ich will hier doch Ding schmeißen. Sehr schön. Aha. Los, Roboter! Schieß, schieß, schieß! Die Granate ist schön geflogen. Oh, und dann auch noch ein Ghoul direkt. Alter, er hat einen Flammenwerfer dran. Okay. Vielleicht übertrieben. So. Der ist auf Ding gestellt, ne? Auf Rechtsschutz, Wachposten, Wachmann. Buddy, du gehst doch jetzt nicht hier durch. Okay. Das wird jetzt ein Spaß. Das Strong, boom, boom, jemand da. Trampelt wie die Sau. Black Betty. Das sind... Ah, ich dachte kurz, das wäre ein Rusty Devil. Er gibt mir einfach wie die Sau. Wow, was für ein Knockback. Oha, 72. Was ist denn hier los? Warum gab es jetzt 72 Erfahrungen? Was ist das hier für ein Überraider? Boah, wie die wegfliegen! Geil! Ja. Schnell und fair Genüge getan. So läuft das hier. Aber du gehst jetzt nicht da hoch, weil da oben ist noch einer, den siehst du aber gar nicht, ne? Wir gehen hier lang. Komm mit. Komm mit. Ja, sehr schön. Naja, jetzt sind wir ja bald da, ne? Oh, guck mal da. Sehr schön. Man geht übers Auto. Ah, ne, nebendran vorbei. Schneller Propeller. Wo ist ein Good Neighbor überhaupt jetzt hier? Ja, ich gucke jetzt nicht auf die Karte. Ich lasse ihn einfach laufen. Ich lasse es ab jetzt einfach nur laufen. Strong, schieb dir mal an. Strong könnt ihr dir doch locker tragen. Hier vor und mache hier alles frei, falls hier überhaupt was los ist. Okay. Hier saß eben der eine Supermutant. Genau, den haben wir ja genutzt. Ach, halt doch die Gosch. Komm, schnell, schnell, schnell. Dann ist Good Neighbor da irgendwo, ne? Glaube ich. Ja, da ist es. Komm, lauf, 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 lauf. Strong, versteck dich mal. Kannst du dich nicht auch ducken? Alle anderen ducken sich immer, wenn ich mich duck. Aber er nicht. Er ist zu groß. Ist einfach gleich groß. Ob er sich duckt oder nicht, ist irrelevant. Schneller, komm schon. Gott. Das ist wirklich ziemlich krass, diese Mission. Er schleicht richtig hier entlang. Auf. Komm. Ich gehe schon mal zur Tür. Oh Gott, das ist. Ich dachte, die kurze Tür wäre hier, aber die ist ja da hinten. Komm jetzt daher. Und dann muss er noch durch Good Neighbor durch, bis er bei dem Hotel ist. Um Gottes Willen. Glaubt ihr, der wäre jetzt auch hierher gekommen, wenn wir einfach hier stehen geblieben wären und uns dieses Girls, Girls, Girls Bildchen angeguckt hätten? Wäre er einfach? Also er kommt jetzt ja auch. Komm. Schneller. Ich lasse ihn dann auch wieder zuerst durch die Tür gehen. Aber ich glaube schon, dass er trotzdem ein gutes Stück gelaufen ist. Auch durch die Teleportation jetzt, da ist er einfach weitergelaufen. Also wurde praktisch vorgespult, die Zeit. Und ja. Strong, wie er sich umguckt, der ist ja alles noch nicht da. Komm. Noch ein paar Schritte. Lauf. Komm, 10 Schritte sind es noch. Strong, alles klar mit dir? Und. Ich hoffe, das gibt ultra viel Cash. Voll durchteleportiert. Oh. Ja, es könnte auch schon das Level abgeben. Jetzt nur diese Mission. Obwohl wir die anderen noch gar nicht abgegeben haben. Wir haben jetzt Miele aufgebaut und General Amsel erwischt. Ach, komm. Keine Sorge. Hallo. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die... Ja, 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 ja. Zeig mal, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Haben wir vielleicht irgendwas dabei, was Clio gefallen könnte? Ja, bin ich. Wir könnten... Ah, wir können ja aber wieder das Zeug abnehmen. Der Roboter läuft ja eh zum Hotel. Hahaha, Clio. Das gehört jetzt, glaube ich, mir.
Wir sind versteckt und meinst. Guter Mensch. Nehmen, was brauchen. Verschwenden keine Zeit. Ja, weißt du, wie es ist? Na, weißt du, wie es ist? Und wisst ihr, was wir mit dem Fatman machen? Clue, ich hätte da ein Angebot. Jede Waffe, für die du hier siehst, könnte den Unterschied. Naja. Sag mal, was du so hast. Eine Waffe. Und zwar habe ich hier für dich einen brandneuen, fetten Mann. Was sagst du dazu? Und Clio, komisch, der sieht aus wie der, den ich hier neben mir stehen hatte. Wo ist der eigentlich hin? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du musst dich halt mal ein bisschen besser zusammenreißen hier und deinen Scheiß beisammenhalten. Lächerlich. So eine schlampige Führung. Bah, will ich gar nicht mehr rein. Ich war gestern in der Nähe der Ruinen von Cambridge. Hab diesen komischen Notruf aufgefangen. Oh. Da sitzt anscheinend jemand richtig in der Scheiße. Aha. Mission? Oh, dann. Bei Fred Allen im Hotel Rexford bekommst du Camps. Good. Ja, mich in der Höhle der ich hätte dir geholfen. Nee, war kein Problem. Ein Polizist? Aber später könnte oder ein Brief? Hilfe gebrauchen. Wenn du durch Mensch, du ein paar schwere Sachen. Das ist doch ein Postbote. Was sind das eigentlich für Boys hier? Warst du schon mal in Nachbarschaftswache. Ja, da war ich schon mal in Diamond City. Gute Nudeln, aber Arschlöcher sind schon. Arschlöcher. Mal gucken, was sie jetzt dazu sagen. Vor allem, wie viel Pinky Pink es gibt. Dieser eine Kerl ist ja eigentlich reich, ne? Neue Freunde, ich bin der Saufkumpan. Was zum Teufel ist das? Das ist diese Bohrmaschine, von der ich dir erzählt habe. Meine Aufgabe ich mache ist hier nur sauber. Unterhalten. Mann, das ist ja super. Ich habe mein Wodka in dem Ding lagern. Na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf. Dann ist es wenigstens von der Tür weg. Nehme normalen Betrieb auf. Mach das. Juhu! Hey, hallo, Rufus. Hey, danke für deine Hilfe. Der Saufkumpan ist sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Hey. 300, na alla. Hey, was ist los? Hä? Hey? Ich schau mir das Angebot mal an. Ich zeig dir, was ich habe. Er sagt, hey. Und das war's. Ach so, er hat mich einfach nur begrüßt. Richtiger Fockel. Rufus? Du bist der Drogenmensch, gell? Hab ich dich nicht eben schon gesehen? Ja. Mann, ich bin echt fertig. Das ist der, der die Camps testet hier und aufschreibt unten. Was für ein Zeug. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich hab hier dieses eine Zeug, das... Oh, oh Mann. Mann. Gut, warst du schon? Du nun wieder. Ja. Du bleibst heute Nacht. Nö. Erzähl mir mehr über diesen Morowski. Wieso? Er ist völlig nutzlos. Die anderen großen Fische haben ihn erwischt, als er die Hosen unten hatte. Und jetzt ist ihm nur noch dieses miese Hotel geblieben. So läuft das eben in Good Neighbor. Die Starken schaffen es an die Spitze, bis jemand noch Stärkeres ankommt und sie von da oben runtertritt. Claire hat halt ziemlich viel Erfahrung. Zimmer jetzt oder nicht? Nö, fast schon. Nein, kein Interesse. Gut. Uns gehören einige Städte, weißt du? Uns gehören diverse Städte und Ländereien. Ich gebe ungern an, aber... Was war das jetzt noch für eine Mission da hinten? Also es war Amsel und es war noch was, direkt bei Amsel. I don't know where. Aber es war noch was. Was ist das hier? Sichere das Versteck. Alle gehen wir direkt hier. Ja, kurz vor Level Up. Sehr schön, das schaffen wir noch, die Folge. Und dann sind wir schön Level 50. Gibt's eigentlich mit jedem Level Up auch auf Stärke und so weiter? Ah, nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Es bleibt alles gleich, nur die Sachen, die wir einstellen, steigen. Kriegen wir mehr Life oder sowas? Oder irgendwie vielleicht mehr... Nee, das bleibt... In manchen Spielen ist es ja so, dass du beim Level Up dann generell stärker wirst, ein bisschen schneller, ein bisschen klüger und so weiter. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Nein. Komm schon. Auf Ladezeit, was machst du? Klein, zuverlässig, wirkungsvoll. Deine Mutter. So. Wie waren wir doch vorhin schon... Ist irgendwas, das wir noch nicht entdeckt haben? Direkt da vorne? Das hier? Lass es mal geschwind entdecken. Komm. Hä? Hallo? Wo müssen wir da hin, um das zu entdecken? Seht ihr das auf der Karte? Das, was da direkt vor uns ist. Ah, Hundis. Na super. Strong. Ich glaube, es rappelt hier gleich im Karton, mein Freund. Wir müssen endlich mal die ganzen Blutproben Proben abgeben. Die wiegen doch bestimmt auch was, oder? Die Blood-Brips. Was geht hier ab? Wo ist... Ich will das jetzt noch entdecken. Verdammte Scheiße.
Ah, das ist bestimmt irgendwas da oben auf der Schnellstraße. Ah, das will ich jetzt noch entdecken. Dann machen wir die nächsten Mission erst in der nächsten Folge. Sorry, dass euch jetzt gerade schwindig wird, aber so ist es halt im Leben. Ayo! Wow, 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 wow. Wow, was die sich hier gebaut haben. Ich speichern mal. Ach, das sind nur Supermutanten. Lächerlich. Fallen Skybridge. Wo sind jetzt hier die Gegner? Ich komme jetzt zu dir und zermatsch dir dein Hirn. Ich dachte kurz, das steht nebendran in der Luft. Ach, komm. Kriegsfürst. Mit einem Schlag tot, alles klar. Wow, 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 wow. Wow. Ah, da oben. Ah, das ist auch ein Gegner. Okay. Haha, hahaha. Ha, ha, ha. Wie komme ich da hoch? Hier drüben? Ja. Hey, Zachary. Have fun with this. Nein, er fällt einfach runter. Die Splittergranate habe ich nicht mitgenommen. Das ist ein Wurm. Zerstörter Wolkenkratzer. Das ist aber nicht unser Questziel. Das ist nur, weil wir hier oben... Wow, strong! Hättest du euch mal früher auftauchen können. Können wir jetzt einfach da vorne runterspringen? Oder ist es noch zu hoch? Ach, guck mal da. Das geht doch. Na, das geht doch hier. Wow, wow. Hey, Leute, Leute. Beruhigt euch da unten. Beruhigt dich, hey. Junge, beruhigt dich. Öh. Krass, wir sind in so einem zerstörten Ding. Ah! Hm. Ziemlich guter Sprung, ich weiß. Cool. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es hier so eine große durchlaufbare Geschichte gibt. Wartet mal. Wir ziehen die Folge noch ein kleines Stück. Das will ich jetzt noch schön schauen. Das ist ja richtig nice. Guck mal, was hier alles rumliegt. Technisches Dokument. Oh, fuck den. Okay. Hier ist zu. Was geht denn da ab? Da liegt alles rum, der ganze Roboterkram. Da sind wieder Rust Devils unterwegs, die sich bekämpfen. Ist das geil? Das habe ich echt nicht gewusst, dass man hier so krass rumlaufen kann. So weitläufig einfach im hier oben. Ain't no load she can't haul. Holy shit, dude. If you know what I mean. Aber wie kommen wir da jetzt runter? Findet ihr auch, dass es so ein bisschen laggelt? Es laggelt irgendwie. Ganz leicht vor sich hin. Ich hoffe, ich kann auf diesen Dingern stehen, weil dann kann ich runterjumpen. Ja. Au. Bisschen wehgetan, aber es war nicht schlimm. So. Wo ist denn jetzt die Sache mit, Achso, müssen wir jetzt da hoch oder was? Nee. Wir müssen für unser Questziel da hoch? Ach, leck mich doch. Ich glaube direkt hier. Scheiße. Ich dachte, das wäre unten irgendwo was. Ich will zumindest noch die Tür finden, bevor ich jetzt ausmache. Komm schon. Nee, ich hab nichts gehört. Ich bin nicht hier. Ja, da ist das Questziel. Geil. Wir sind direkt richtig. Oh, sehr schön. Wir sind ultra richtig. Nice. Pinnacle Hochhaus. Okay. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Schön, dass ihr da wart. Und Ruckel. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.